Wir haben jetzt ein etwas ähnliches Bild wie auch schon in der Anfangsphase der ersten Hälfte. VfR Bad Schwartau etwas besser im Spiel, haben sich mit 5:2 einen kleinen Vorsprung in dieser zweiten Halbzeit erarbeitet. Und Rostock muss sich wieder langsam ins Spiel kämpfen. Und wieder Borchert mit dem Sprungwurfversuch. Scheitert an Röhr. Und das war gut gedacht, blind gespielt und nicht gefangen. Und so hat Rostock jetzt wieder die Möglichkeit, einen ruhigen Angriff aufzubauen. Und nun kommt auch der Rostocker Trainer wieder lautstark hinzu. Und vielleicht bekommen wir jetzt ein ähnliches Bild wie in der ersten Hälfte schon, dass sich Rostock jetzt zurück in die Partie kämpft. Das war nicht so gut abgestimmt. Jetzt gibt es auch eine gelbe Karte gegen Franziska Nese. Und Borchert erneut mit dem Versuch. Und drüber übers Tor. Und das war schön gespielt, da ist die Lücke da und das war hervorragend gehalten von Stefanie Bergmann. Aber es gibt 2 Minuten gegen die Nummer 6 der Rostocker HCs, Caroline Scharlock. Und der 7 Meter gibt es dazu. An den 7-Meter-Punkt tritt Franziska Nese und tritt an gegen Stefanie Bergmann. Und Franziska Nese verwandelt sicher zum 14:7. Das war mal der Versuch, überraschend abzuschließen von Lisa Goldschmidt. Aber der Block reagiert rechtzeitig und es gibt Einwurf für Rostock. Und jetzt wieder das Stellen für Tollner. Wird frühzeitig abgefangen. Und es gibt 2 Minuten gegen Stina Wickenberg. Und damit wieder Spielergleichheit auf dem Feld. So, jetzt die Rostocker wollen das Spiel breit machen. Da sollte der Pass von Töllner auf Goldschmidt an den Kreis kommen. Und die erste Welle von Schwartau rollt. Sina Schlöer mit dem 15:7. Die Rostocker scheinen doch etwas von der Rolle, kein richtiges Zugreifen in der Abwehr da.
und auf Stürmerfoul entschieden. Und Rostock inzwischen wieder voll und damit in Überzahl. Ein wenig Humor am Rande. Bad Schwartau darf wieder auffüllen. Und da musste die Spielerin erstmal fragen, ob sie wieder aufs Feld darf. Ob der Trainer sie auch wieder einsetzen möchte. Aber das geht alles klar. Bad Schwartau wieder voll und wir spielen wieder 7 gegen 7. Und wieder ein unkonzentrierter Pass da von Borchert. Und der Konter sitzt. Stina Wiekenberg mit dem 16:7. Und jetzt läuft wieder der Konter und Wiekenberg versenkt erneut erfolgreich 17:7. Wieder rausgerückt da von Nese, hat wieder eine Hand im Ball und es ist kein Druck zu erkennen jetzt bei den Rostockern. Es fehlt ein wenig die Idee und die Konzentration und Schwartau wieder mit dem Konter. Und diesmal klasse gehalten von Stefanie Bergmann. Und nicht gefangen dort von Johanna Borchert.